Ich war an dem Tag, wo Tschernobyl explodiert ist, in Israel. Und wir waren auf Tour und wir haben dort schöne Konzerte gegeben. Und an dem Tag waren wir am Strand und da haben wir uns alle an die Hand gefasst und haben uns angeguckt und haben uns überlegt, was passiert jetzt, wenn es einen Super-GAU gibt? Wie wird das sein? Wird es durch die ganze Erde durchfressen? Wird es das zerreißen? Was wird es tun? Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und es war dann im Grunde genommen zum ersten Mal, dass ich wirklich damit so dermaßen konfrontiert wurde, mit Atomkraftwerken und mit diesen furchtbaren Katastrophenszenarios und diese zerstörerische Kraft von sogenannter friedlicher und sogenannter sauberer Energie. Und dann habe ich ein Lied geschrieben, das heißt Tschernobyl. Das kannst du googeln auf YouTube irgendwo. Das haben wir einmal live gesungen, das wollte damals die Plattenfirma nicht haben auf der Platte. Und ich habe dann auch danach noch viele Lieder geschrieben über das Atom allgemein, diese ganze atomare Industrie und so. Naja, und ich habe auch jetzt letzten Sommer mit Kindern aus Ukraine in Berlin zusammen Sachen unternommen. Wir sind nämlich von einem Verein, da bin ich eine Schirmfrau, und das nennt sich Gegen Kinderarmut e.V. Und wir laden jedes Jahr die Kinder aus der Ukraine ein, die Tschernobyl-betroffenen Kinder, die ihre Eltern verloren haben, die selbst krank geworden sind und so. Und das erinnert mich dann jeden Sommer daran.